Guten Morgen, es gibt eigentlich gute Nachrichten. Ich habe heute früh noch mal in aller Ruhe meinen Suzuki ausgepackt. Da steht er, der G500. Meine Kühlbox, die Dometic CDF11. Heißt sie, glaube ich, weiß jetzt nicht mal ganz genau. CF11 steht in der Bedienungsanleitung. Da sieht man es. CF11. Und dann habe ich heute früh mal meine Lichtleiste kurz angesteckt vom Frontrunner. Cooles Werbevideo. Also dieses Video hat Werbung. Und plötzlich danach stecke ich meine Kühlbox an, nochmal zum Testen. Und siehe da, heute funktioniert sie einwandfrei. Das Licht ist jetzt orange, weil sie die Kühltemperatur erreicht hat. Zu Anfang war das grün. Hier mal noch zeigen. Null Stromentnahme, klar, weil es ja gerade die Temperatur erreicht hat. Also ich revidiere meine Aussage von gestern, dass die Kühlbox nicht funktioniert. Ich zeige euch auch gleich nochmal das Plätzchen, wo ich sie dann hinstelle. Da baue ich gerade ein Kistchen, da habe ich jetzt nur mal die Wasserflaschen drin. Da ist ein Brett mit Haufen Löchern drin. Vorne der Überstand hier ist dann auch nochmal zur Belüftung. Hinten ist so ein Schlitz, da kann man dann auch Kabel durchführen. Und meine Kühlbox positioniere ich dann da hinten irgendwo. Das hat für mich den Vorteil, dass beim Jumper, man sieht es da auch ganz klein, da hinten ist auch nochmal ein Zigarettenanzünder. Da kann ich das Ding während der Fahrt, kann ich meinen Suzuki aufladen. Und tagsüber auch über meine Solarzelle. Oder vielleicht kaufe ich mir auch noch ein Hamsterrad. Und dann wird statt geschlafen, wird mit dem Hamsterrad die Powerstation aufgeladen. Also Spaß beiseite, gute Nachrichten. Kühlbox funktioniert. Vielleicht freut sich der ein oder andere drüber. So, das war's. Kurzer Schwenk. Hallihallo. Gute Nachrichten waren das ja. Tschüss und schönes Wochenende. Ja.